Meme sind nicht zwangsläufig Internetbewohner. Oftmals begegnen sie uns direkt vor der Tür, ganz unscheinbar und unaufgeregt, nur um kurz darauf ihre volle Kraft im Netz zu entfalten. Einige dieser Meme stellen wir in den nächsten 45 Minuten vor. Wir werfen zum Beispiel einen Blick auf Berlins Straßen. Das Blog Notes of Berlin sammelt die skurrilsten Textnachrichten, die in der deutschen Hauptstadt an Laternen geheftet oder über Verkehrsschilder geklebt werden. Auch das zweite Meme, das wir vorstellen, begann mit einem unscheinbaren Zettel, darauf zu lesen, der Techniker ist informiert. Wie daraus eine der größten Meme-Bewegungen der Neuzeit werden konnte? Wir ergründen es. Und außerdem bei uns die Geschichte hinter Landesverrat. Wie die Berichterstattung eines Netzpolitik-Blogs erst zu einer Staatsaffäre und dann zu einem ausgewachsenen Meme wurde. Und was das über deutsche Hashtag-Kultur aussagt. All das und noch mehr in den nächsten 45 Minuten Meme-Kunde. Herzlich willkommen zu 15 Minutes of Fame XXL. In the future, everybody will be world famous for 15 minutes. Notizen von Berlin, ein Blog darüber. Wo Menschen Fundstücke aus dem Alltag in Berlin hochladen. Die fotografieren das dann ab, stellen es online und dann sind da ganz lustige Sachen halt dabei. Ich habe da irgendwie gesehen, glaube ich, Steuererklärung im Sturm verloren. Meiner Freundin wurde die Tasche geklaut und wir kleben gerade Zettel mit der Hoffnung, dass Leute die Tasche finden. Da kann sich jeder mit identifizieren, weil es auch, glaube ich, ein gewisses Gemeinschaftsgefühl gibt. Notes of Berlin, okay, right. No, I haven't. Berlin, Hauptstadt der Bundesrepublik. Ob Post, Rundfunk, Verkehr, Telefon oder Internet. Die Millionenstadt ist durchzogen von einem Geflecht geplanter Netze, entworfen von Ingenieuren und Stadtplanern. Doch wer sich mit aufmerksamem Blick durch die Stadt bewegt, erkennt ein anderes, ein lebendiges Kommunikationsnetz. An Litfaßsäulen, Hauswänden, Straßenlaternen und Stromkästen haben die Berliner ihre Stadt zu einem schwarzen Brett gemacht und teilen ihre Botschaften über Zettel. Mittlerweile können die Zettel aus der Hauptstadt deutschlandweit nachgelesen werden. Auf dem Blog Notes of Berlin, der die skurrilsten ihrer Art versammelt und rund 600.000 Leser monatlich hat. Notes of Berlin trägt die Öffentlichkeit der Straße in den digitalen Raum und gibt Menschen die Möglichkeit, das wiederum zu kommentieren, sich darüber lustig zu machen und mit Freunden zu teilen. Joab Nist hat sich der Berliner Zettelwirtschaft angenommen und sammelt Notizen über gestohlene Fahrräder, verlorene Liebhaber und Nachbarn, die zu laut Sex haben. Ja, die erste Notiz war auch der erste Zettel, den ich gefunden habe. Das war ein gewisser Felix, der eine Johanna sucht. Das war so der Auslöser, wo ich irgendwie mir gedacht habe, sympathisch, kann ich mich selber mit identifizieren. Gleichzeitig hat es mich interessiert, was ist eigentlich die Geschichte dahinter. Das hat mich einfach so ein bisschen getriggert irgendwie. Ja. Und dann von da an habe ich immer wieder gehofft, solche Zettel zu finden. Der gebürtige Münchner Joab Nist entdeckte seine Leidenschaft für Notizen, als er 2011 nach Berlin zog. Seine Idee begeistert auch andere User und es entwickelt sich eine Notes of Berlin Community, die bis heute mehr als 7500 Fundstücke digital konserviert hat. Ein Erfolg, über den auch zahlreiche Medien berichten. Ich war jetzt nicht gänzlich überrascht, dass Leute das auch lustig und unterhaltsam finden. Ich war ein bisschen überrascht, dass das medial so eine Aufmerksamkeit bekommt. Eine Aufmerksamkeit, die Joab Nist den Lebensunterhalt finanziert. Neben den Werbeeinnahmen seines Blogs hat der Blogger auch zwei Bücher mit seinen Notes veröffentlicht. Aber es steckt mehr dahinter als nur purer Spaß. Bei genauerem Hinsehen zeigen die Notes of Berlin, wie weit sich die, wenn man so will, Facebook-Kultur in unseren Alltag vorgearbeitet hat. Ich glaube, dass diese Kommentar-Zettel-Post-Kultur offenlegt, dass wir sehr daran gewöhnt sind, dass das Internet uns Kommentarmöglichkeiten für alles und jedes gibt. Ich kann überall ein Gefällt mir drücken oder einen Kommentar schreiben. Das kann ich aber an der Litfaßsäule nicht. Also fotografiere ich die Litfaßsäule, poste es online und dann kann ich das auch kommentieren. Notes of Berlin holt die Straße in die Kommentarspalten des Netzes und macht so das Analoge digital bewertbar. So vermischen sich zwei Welten, deren Wortschatz ohnehin nicht gerade zimperlich ist. Klar, es gibt viele Zettel, wo die Sprache extrem derb ist. Die härtesten Schimpfwörter werden da drauf geschrieben. Es gibt so einen Zettel, da hat sich jemand beschwert, dass er irgendwie auf Krücken gehend am Koppeser Tor fast über den Haufen gefahren worden ist. Und
Er hat da so einen Begriff rausgehauen, Mist, Scheiß, Fotzen, verwichste Arschfickfresse. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen Berlin, die Stadt, die kein Blatt vom Mund nimmt. Und das zeigt sich auch zum Teil in der Zettelwirtschaft. Ob im Internetforum oder an der Hauswand. Wo anonym kommentiert wird, sinken Hemmschwellen und Niveau. Denn das Publikum will mitreden. Auf YouTube, Blogs oder unter Artikeln großer Online-Medien. Je nach Plattform und Thema verschärft sich der Ton einer Diskussion. Von diesem Ton kann die Journalistin Aline Manier ein Lied singen. Manier ist Redaktionsleiterin des YouTube-Kanals Hyperbole. Der Hass, der sich mitunter auch unter ihren Videos ausbreitet, überrascht sie nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, die User sind im Internet anonym, können das sagen, was sie sonst halt nicht sagen können und können sich hinter einem Usernamen verstecken, brauchen kein Foto hochladen und können dort mal einfach frei raussagen, was sie sagen wollen. Es gibt eigentlich keinen Kontrollmechanismus, keinen sozialen Kontrollmechanismus im Internet. Da ist keiner, der sagt, hey, so darfst du das nicht sagen. Mit ihrer Show Dislike hat die Hyperbole-Redaktion einen Weg gefunden, mit Hass aus dem Netz umzugehen. Ähnlich wie die Hollywood-Stars bei US-Talker Jimmy Kimmel verlesen deutsche Promis vor der Hyperbole-Kamera Hasskommentare, die gegen sie selbst gerichtet sind, und drehen damit den Spieß um. Sie offenbaren die Niveaulosigkeit und machen ihre Kritiker so zum Spottobjekt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt Gesang war oder nur eine blonde Gestalt, die durch ihren Mund gekackt hat. Mir wird schon schlecht, wenn ich daran denke, dass ich mit meinen Steuern diesem unlustigen Untermenschen auch noch seine Gage zahle. Hoffentlich fährt ihm ein LKW in sein scheiß BMW und verkrüppelt ihn so sehr, dass er seine eklige Fresse nie wieder von der Kamera zeigen muss. Also dafür schäme ich mich schon fast ein bisschen. Ja. So was schreiben Leute? Ich frage mich, warum Deutschland das Land ist, von dem zwei Weltkriege ausgingen. Kann ich mir gar nicht erklären. Der Gedisste bewegt sich aus dieser Opferrolle raus, indem er halt seine Hasskommentare von den Usern vorliest und diese dann kommentieren kann und auch ins Lächerliche ziehen kann. Karl-Heinz, Homolob ist ein kommerzieller Mist, Kackscheißhaufen mit Durchfall und Pipi getränkt. Und dann durchgemischt. Ja, das ist jetzt der Tatbestand der Beleidigung. Dafür sieht der Gesetzgeber ein Strafmaß von 1 Jahr Haft oder eine Geldstrafe vor. In diesem Moment, wo du dich hier auf dieser Plattform verbreitest, ist das ein öffentlicher Raum. Da kann die Strafverfolgung automatisch stattfinden. Mal drüber nachdenken. Angriff, so zeigt die Erfahrung im Spiel mit den Online-Kommentaren, ist im Zweifel die beste Verteidigung. Also die Kommentarkultur ist ja auch nicht nur negativ. Was wir halt auch sehen, dass in unserer Community viele Leute sind, die wirklich Lust haben zu diskutieren, die über kontroverse Themen sprechen wollen. Und da entstehen halt echt interessante Diskussionen. Abseits der digitalen Kommentarkultur stehen die Notes of Berlin auch für ein anderes Bedürfnis. Den Wunsch, aus dem Schatten der anonymen Großstadt zu treten, seine eigene Spur zu hinterlassen und den urbanen Raum selbst mitzugestalten. Du kannst einfach aktiv werden selber, quasi als Bürger deine kleinen Spuren auch hinterlassen. Ich glaube, da ist Berlin halt ein Schlafenland dafür. Hier musst du eigentlich letztendlich nur rausgehen und immer ist irgendwo eine brache Fläche noch oder ein Laternenmasten, der aussieht wie sonst wie, und da ein Zettel mehr oder weniger macht es auch nicht aus. Also es ist einfach sehr einladend, so das Stadtbild mitzugestalten. Beteiligung braucht Raum. Und davon gibt es in Berlin genug. Zum Beispiel auf dem Flughafen Tempelhof, auf dem sich seit seiner Schließung im Jahr 2008 ein Experimentierfeld für urbane Beteiligung entwickelt hat. Um ganz im Stil der Notes of Berlin die anonyme Großstadt zu individualisieren. Ich glaube, wenn Menschen anfangen, ihr unmittelbares Umfeld, denn das ist es in der Regel, mitzugestalten, dann geht es vor allem von einer persönlichen Betroffenheit aus. Es gibt eine Unzufriedenheit oder ein tatsächliches Problem vor der eigenen Haustür. Das kann zum Beispiel sein, dass die Miete in der eigenen Wohnung steigt, was in einer Stadt wie Berlin natürlich ein wahnsinniges Problem ist. Anna Galder ist gelernte Stadtplanerin und bemerkt immer wieder eine große Sehnsucht der Städter, ihre Stadt für sich zurückzuerobern. Ein Beispiel ist das Allmende Kontor auf dem Tempelhofer Feld. Ein Urban Gardening-Projekt, das von Städtern gemeinschaftlich gestaltet und beackert wird. Getreu dem Motto, Raum für Möglichkeiten zu schaffen. Solche Gärten sind für mich absolute Reallabore im kleinen Maßstab. Sehr häufig werden hier neue Formen des Zusammenlebens, neue Formen des Miteinanders, neue Formen von Aushandlungsprozessen eben erprobt im Kleinen. Ob auf dem Grünstreifen oder an der Litfaßsäule.
Beteiligung im urbanen Raum ist in. Und das nicht nur in der Großstadt. Viele Dinge werden einfach mit dem Begriff gebrandet, weil es sich besser verkauft, wenn etwas urban ist. Ich glaube aber, dass viele Dinge, die als urban bezeichnet werden, genauso gut auch in einem Dorf oder in einer Mittelstadt funktionieren können. Auch der Erfolg der Notes of Berlin geht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Über Facebook, Twitter und Instagram gelangen die Schnappschüsse der Community in die ganze Republik. Dass der öffentliche Raum für Botschaften eine Bühne bietet, kennt man schon von Street Art und Graffiti. Das ist an sich nicht neu. Die neue digitale Dimension ist, dass das abfotografiert und in neuen Kontexten digital verbreitet wird. Mit einem Klick können User Texte, Bilder und Videos einem weltweiten Publikum zur Verfügung stellen. Die digitale Bühne für private Beobachtungen hat unsere Medienwelt dramatisch verändert. Die Journalistin Laura Ewert beobachtet diese Entwicklung am Beispiel der Foto-App Instagram. Ihr Verdacht? In der digitalen Inszenierung lauert der Fake. Der Unterschied ist, glaube ich, dass es früher Celebrities gab, die ihr Privates oder ihr vermeintlich Privates nach außen gekehrt haben. Heute wird das Private nach außen gekehrt, um zum Celebrity zu werden. Oder es ist so ganz normal, sein Privates nach außen zu kehren. Wobei ich nicht weiß, ob es wirklich das Private ist oder ob es das inszenierte Private ist. Manchmal stelle ich mir die Frage, ob diese Zettel tatsächlich immer so authentisch beobachtet sind, wie sie denn daherkommen. Also der Zauber liegt ja darin, dass man denkt, da hat jetzt jemand eine Beobachtung gemacht, einen Zettel an einer Litfaßsäule, an einer Laterne gefunden, den offenbar wirklich jemand ernsthaft dahingehängt hat. Es kommen von meiner Wahrnehmung her vergleichsweise sehr wenig Fake-Zettel. Wenn die Leute sich Mühe machen für einen Zettel und hoffen, er soll gepostet werden, finde ich es okay. Der Zauber privater Beobachtungen soll bald noch mehr Menschen erreichen. Denn die Notes of Berlin kommen 2016 ins Kino. Ein Filmteam um Regisseurin Marie-Josephine Schneider bringt die Berliner Zettelwirtschaft auf die große Leinwand. Vor allem, weil den Machern aufgefallen ist, dass hinter den vielen Zetteln so viel mehr als nur ein paar dürre Worte stecken. Im Kino sollen episodisch ein paar von ihnen erzählt werden. Ihnen allen gemein der Hauptdarsteller, ein Jagdhund namens Bader. Also der Film besteht aus sehr, sehr vielen Episoden und Begegnungen innerhalb von 24 Stunden in dieser Stadt. Und jede Figur wird einmal vorkommen, abgesehen von dem Hund Bader, der so eine Art kleiner roter Faden sein wird und den wir auf seiner Reise durch die Stadt begleiten. Um Publikum und Sponsoren auf das Projekt aufmerksam zu machen, hat das Filmteam bereits 2014 Probeaufnahmen im Netz veröffentlicht. Zwar werden diese Bilder später nicht im Film landen, sie geben aber schon mal einen Vorgeschmack auf die Geschichte. Wird er sich verändern nach meinem Griff eigentlich? Nein, brauchen Sie keine Angst haben, wird er nicht. Gut. Also wissen Sie, manchmal denke ich, der geniert sich. Das ist so ein zart beseiteter, ja, so ein kleiner Poet. Bader ist der melancholische Jagdhund, der am Ende seines Lebens die Entscheidung trifft, allein in die Straßenbahn einzusteigen und sich Berlin anzuschauen. Und auf seiner Fahrt durch die Stadt trifft er natürlich auch auf Menschen. Die Handlung des Films basiert auf den Zetteln von Notes of Berlin. In wenigen Zeilen bieten sie den Stoff für ganze Drehbücher. Für Bloggründer Joab Nist eine Faszination, die ihn auch 5 Jahre nach dem Start der Zettelsammlung nicht loslässt. Ich will Notes of Berlin immer weiter vorantreiben, immer weiter auf Zetteljagd sozusagen gehen mit den Lesern, weil ich glaube, dass es immer interessanter wird über die Jahre hinweg auch. Und man konnte auch in den letzten 5 Jahren schon immer wieder auch Unterschiede erkennen an Themen, die da kommuniziert werden. Und in 5 Jahren ist es vielleicht wieder so. Und dadurch bekommt das Ganze für mich nochmal so ein soziologisches Fundament einfach ein bisschen. Die Notes of Berlin. Sie sind auch eine Liebeserklärung an eine Stadt mit Ecken und Kanten, mit Euphorie und Wut und mit jeder Menge Humor. Und mit Humor geht es hier gleich weiter. Denn auch wenn der Ursprung unseres nächsten Memes eigentlich gar nicht lustig gemeint war, entwickelte sich daraus eine der witzigsten Studentenrevolten der Neuzeit.
Willkommen in Mainz. Willkommen am Philosophikum der Johannes-Gutenberg-Universität und willkommen beim Spaß um die Mainzer Tür. Eigentlich wollte eine Studentin Anfang 2015 nur darauf aufmerksam machen, dass der Behindertenzugang zum Philosophikum der Universität defekt war, und schrieb einen Zettel. Ihr handschriftlicher Hinweis, geklebt an die Unitür, machte sich jedoch selbstständig. Und nach wenigen Tagen war die Mainzer Tür zugepflastert mit Memen. Ja, ich habe schon mal aus so einer Mainzer Tür gehört. Die nicht ganz halt nicht ging und keiner repariert hatte. Also es hing immer so ein Schild, Techniker ist informiert. Der war ganz schön lange informiert und irgendjemand hat dann halt angefangen. Kleine Poster geklebt wurden oder Zettel mit verschiedenen Memes drauf. Durchaus sinnvoll, weil man dann der Verwaltung halt zeigen kann, was sie falsch macht und weil das dann so ein Protest von unten irgendwie ist. Die heutige Folge führt uns ins beschauliche Mainz. ZDF-Heimat im schönen Rheinland-Pfalz und seit Februar 2015 auch die Geburtsstadt des bekanntesten Internet-Memes der Bundesrepublik, der viralen Mainzer Philotür. An der Universität Mainz war eine Tür kaputt und jemand hat an diese kaputte Tür das Schild "Der Techniker ist informiert" gehängt. Das haben die Studierenden dort offenbar zum Anlass genommen, weitere Schilder hinzuhängen. Und aus diesem, ein Schild hängt da, ich poste ein neues Schild dran, entstand eine Welle an weiteren Schildern, die da hingehängt wurden und dann auch fotografiert und ins Netz gestellt wurden. Also da berauschte sich eine Masse daran, dass sie selber eine Masse ist. Eine Masse, die sich nach wenigen Tagen immer wieder aufs Neue selbst übertrifft. Und so den wohl kreativsten Umgang mit einer kaputten Tür in der Geschichte kaputter Türen zeigt. In den nächsten 15 Minuten jedenfalls werden wir uns diesem mysteriösen Durchgang widmen. Wir werden die Mechanik hinter dem Hype erklären und analysieren, was da überhaupt an die Mainzer Tür gehängt wurde. Herzlich willkommen zu 15 Minutes of Fame. Aber von vorne. Es ist im Januar 2015, als an der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität die Tür zum Philosophikum kaputt geht, dem Ort der Sozial- und Geisteswissenschaften. Keine Lappalie, es ist der einzige Behindertenzugang zum Gebäude. Die Unileitung reagiert sofort und bestellt einen Techniker. Per Zettel wird das den Studenten kommuniziert. Zuerst war die Tür kaputt, ich habe auch selber recht lange gebraucht, bis ich es überhaupt gemerkt habe. Da stand dann hier so ein netter Aufsteller mit so einem Schild da dran, Defekttechniker ist informiert. Und dann irgendwie, als ich einen Monat nichts getan hatte, hat dann eine Studentin einen Zettel "Techniker auch defekt" dran gehängt. Das war die einzige behindertengerechte Tür an der Stelle, die musste wieder funktionieren. Die Techniker waren auch beauftragt, es fehlte ein Ersatzteil, so wie das halt ist. Es fehlte übrigens ein Ersatzteil für die Lichtschranke, das heißt, es ging darum, wie können wir das sicher wieder hinkriegen. Die Lichtschranke dient ja dazu, dass niemand die automatische Tür irgendwie abkriegt, der sie nicht abkriegen soll. Für Erklärungen war es aber an der Uni Mainz zu diesem Zeitpunkt schon zu spät. Das Schild mit der Aufschrift "Techniker auch defekt" ist der sprichwörtliche Stein des Anstoßes. Der Witz wird aufgenommen, weitergeführt. Nach den ersten Folgezetteln gibt es bald kein Halten mehr. Die kaputte Mainzer Tür wird annektiert. Von Memes. Ich war nicht vor Ort, aber ich stelle mir vor, dass der auslösende Reflex für diese virale Mainzer Philotür darin liegt, dass Leute das Schild gesehen haben, da steht drauf, der Techniker ist informiert, und sich dazu verhalten wollten. Also sie wollten nicht einfach ihren Ärger in sich reinfressen und sagen, die Tür ist kaputt, sondern sie nutzten diese Situation. Das ist ja fast eine Bühne. Viele Menschen werden an diese Tür kommen. Viele Menschen werden an dieser Tür stehen bleiben und auf dieses Schild gucken. Und irgendjemand hat angefangen, diese neue Bühne zu nutzen, um dort Kommentare zu posten. Diese Kommentare sind keine reinen Schmierereien oder kein Vandalismus im klassischen Sinne, sondern sie sind politische Meinungsäußerung aus einer Haltung heraus. Es ist eine humoristische Haltung, aus der heraus man versucht, ein Geschehnis zu kommentieren, das man eh nicht ändern kann. Der Grund, wie aus einer Tür ein Hype werden konnte, ist gut dokumentiert. Es ist der Twitter-Nutzer StaticDBB, der den Grundstein legt, dass aus einem Witz im Unikosmos ein globales Witzphänomen wird. Am 29. Januar um 13.44 Uhr postet er eine Momentaufnahme aus dem Mainzer Mikrokosmos mit den lapidaren Worten "und heute in der Uni so", dazu der Hashtag, der später um die Welt gehen soll. Techniker ist informiert.
Schnell greift das Lauffeuer um sich. Weitere Twitter-Nutzer teilen den Hashtag, posten Bilder aus der Uni und stacheln die Masse an, das Thema trenden zu lassen. Der Linguistik- und Germanistikstudent Robert André Vettel wird zum Lautsprecher einer Bewegung, einer Meme-Bewegung. In der Hauptrolle die Mainzer Tür. Und zumindest auf Facebook habe ich sie gebracht. Das war an einem Donnerstagabend, wo dann hatte ich um 6 Uhr abends noch ein Seminar, wo man denkt, da ist eigentlich nicht mehr viel los in der Uni. Aber selbst in der Zeit wurden hier schon wieder irgendwie dann 10, 20 neue Zettel dazu gehängt. Und da haben wir dann nach dem Seminar mit der Kommilitone noch ein bisschen gewitzelt. Und auf dem Nachhauseweg habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach mal aus Spaß deine Facebook-Seite für diese Tür und guck, was dann passiert. Und ja, dann habe ich die so ein bisschen rumgeteilt und irgendwie hatte sie dann, glaube ich, innerhalb des nächsten Tages schon 1000 Likes. Ich bin bei Reddit drauf gestoßen, kurz nachdem das publiziert wurde, das erste Mal. Und habe dann ein paar Tage später, nachdem schon mehrere, einmal die Bilder wieder abgenommen wurden, die Bilder wieder drangeklebt wurden, habe ich den Redditor halt kontaktiert, ob ich die Bilder halt benutzen kann für BuzzFeed. Und er hat gesagt, klar, kein Ding. Und dann habe ich das gemacht. Und was Sebastian Fiebrich da gemacht hat, ist das Hinaufheben eines Memes in den Meme-Olymp. Denn Fiebrich ist Redakteur beim deutschen Ableger von BuzzFeed, der Seite im Netz, die Webstars aus dem Nichts erschaffen kann. Nachdem Fiebrich seine Geschichte gepostet hat, geht sie viral. Webseiten, die Klicks abgreifen wollen, beschäftigen sich nun mit der Mainzer Unitür. Ob die Bild, die Welt, die FAZ, das Popkulturblog Nerdcore oder die Rhein-Main-Presse. Die Rolle von BuzzFeed ist deswegen interessant, weil man natürlich die Frage stellen kann, ob das ohne BuzzFeed überhaupt funktioniert hätte. Also ob diese, ich sag mal, alltäglichen Nichtigkeiten nicht auch erst zu Memes werden, weil BuzzFeed sie groß macht. Weil BuzzFeed natürlich genau davon lebt. Und nicht nur hierzulande. Nach dem Klickerfolg in Deutschland wird der Artikel auch für die amerikanische BuzzFeed-Seite übersetzt. Mit ähnlichem Erfolg. Keine Überraschung. Denn Memes sind mittlerweile zu so etwas wie einer Internetsprache geworden, die überall verstanden wird. Die Bildwitze aus Mainz, im Web auch Image-Macros genannt, sind eine Art Weltsprache, ein digitales Esperanto. Das Besondere an der Mainzer Tür ist, dass man sie eben auch in New York zum Beispiel verstehen kann, ohne genau zu wissen, wo Mainz überhaupt ist oder was im Philosophikum in Mainz überhaupt getan wird, weil man feststellt, okay, da funktioniert etwas nicht und darauf reagieren Menschen, indem sie diese Makros hinkleben. Und diese Makros sind dann sozusagen das Verbindende. Diese Makros und der dahinterliegende Humor, den die Mainzer Studierenden aufgebracht haben, um mit dieser Situation umzugehen, das verbindet Menschen überall auf der Welt. Sie sagen, ah, das verstehe ich. Das ist eine lustige Kommentierung. Und das kann auch in der U-Bahn in Tokio oder in der U-Bahn in New York mal jemand tun. Und dann ist diese Verbindung da. An dieser Stelle ist es nun nötig, das schöne Mainz und seine Tür für einen Moment zu verlassen und in der Geschichte der Memes zurückzublättern. Zu den Anfängen des Meme-Universums, in dem diese mit Text versehenen Bilder, diese Image-Macros, eine Pionierrolle gespielt haben. Als Image-Macro bezeichnet man üblicherweise ein Bild, das mit Text überschrieben wurde. Und zwar auf eine ganz bestimmte Art. Zwei Zeilen, oben und unten, gesetzt in der Schriftart Impact. Und auch die Bilder, die benutzt werden, sind immer die gleichen. Der Name Image Macro leitet sich aus der IT-Branche ab. Dort wird ein automatisierter Vorgang als Makro bezeichnet. Und ebenso funktionieren auch die Meme-Macros, wie ein automatisierter Internetwitz, nach Schema F. Über die Jahre haben sich zahlreiche Motive herausgebildet, die bevorzugt für die Memes benutzt werden. Seien es Katzen, Hunde, Popkulturgrößen oder distinguiert dreinschauende Männer. Die obere Zeile Text weckt Erwartungen, in der unteren Zeile wartet der Witz. Fertig ist das Meme. Soweit ich weiß, war das erste Image-Macro der Advice Dog. Advice Dog war ein kleiner Hundewelpe, der einem einen schlechten Rat gab. Das war der ganze Witz. Irgendwann begannen die Leute, das Bild immer und immer wieder herzunehmen und schlechte Ratschläge draufzuschreiben. Kurz darauf gab es dann das Meme Courage Wolf, ein Wolf, der gute Ratschläge gab und einen aufstacheln und motivieren sollte. Danach kam der Insanity Wolf, der sogar noch schlechtere Ratschläge gab als der Advice Dog. So wurde nach und nach eine Bewegung draus, die irgendwann auf dem Internetforum 4chan explodierte. Es kamen immer mehr Charaktere hinzu, die immer mehr Ratschläge gaben. Der simple Aufbau des Formats hat im Internet zu einer Demokratisierung des Witzes geführt.
Denn wo in der realen Welt Fertigkeiten wie Betonung und Performance darüber entscheiden, wer mit seinen Witzen ankommt, genügen im Netz zwei Zeilen Text. Man wählt einfach ein Bild aus. Und dann kann man durch irgendeinen beliebigen Meme-Generator, davon gibt es 10.000, in 2-3 Sekunden oben Text, unten Text reinsetzen und das verschicken sofort. Und das macht es so einfach. Seit dem ersten Auftreten der Bildwitze in den Jahren 2005 und 2006 traten die Image-Macros ihren Siegeszug im Meme-Internet an. Doch je geübter die Netzgemeinde mit der Form wurde, desto breiter streute sie sich. Die mit Text versehenen Bilder wagten sich irgendwann aus ihrer popkulturellen Nische heraus und wurden Mainstream. Es gibt seit neuestem, auch in Deutschland übrigens, ein Phänomen, das dem Image-Macro sehr ähnlich ist, zumindest vom Aussehen. Und wahrscheinlich würde man es nach genereller Definition auch so nennen, auch wenn es mit klassischen Memes nichts zu tun hat. Ich rede von Bildern, die zum Beispiel berühmte Comicfiguren zeigen, die auch mit Text versehen werden, in unterschiedlichsten Schriftarten, also bei weitem nicht so standardisiert wie klassische Image-Macros. Meistens ist das, was drauf geschrieben wird, auch nicht sehr klug, sondern ähnelt eher den Sprüchen, die man auf Geschenkkarten liest oder Lebensweisheiten, die Mütter sich gegenseitig zurufen. Lebe, lache, liebe zum Beispiel. Oder es zählen nicht die Jahre im Leben, sondern das Leben in den Jahren. Sprüche, die nicht gerade sehr cool sind. Und diese Sprüche schreiben sie auf Bilder von Garfield oder den Looney Tunes oder zuletzt auf Bilder von den Minions. Diese Bilder werden von Leuten geteilt, die viel älter sind als diejenigen, die Memes teilen. Bilder, wie sie jeder von uns im Laufe einer Woche in seinen Facebook-Stream gespült bekommt. Gewollt oder ungewollt. Die Omnipräsenz der bunten Bildchen hat zuletzt eine Diskussion im Netz angestoßen. Sind das noch Memes oder fehlt ihnen dafür dann doch die Tiefe, die ironische Distanz? Ob das dann noch Memes sind, ist eine sehr große Glaubensdiskussion, die man führen kann, die meiner Meinung nach aber nicht zielführend ist, weil der entscheidende Faktor ist, entsteht aus dieser gemeinsamen Grammatik, aus dieser gemeinsamen Sprache, entsteht daraus eine virale Bewegung oder nicht? Und wenn Leute das für ihren Freundeskreis tun und sozusagen Sinnsprüche darauf posten, dann ist das vielleicht für einen kleinen Freundeskreis interessant und in der Addition von vielen Freundeskreisen interagieren auch viele damit, aber es ist nicht diese eine Bühne, wie eben die Tür in Mainz, auf die alle eine Referenz setzen. Die Mainzer Bühne ist mittlerweile wieder geräumt, die Memifizierung der Tür abgeschlossen. Und so hat nach der großen Aufmerksamkeitswelle in Mainz bereits die Rekapitulation der Ereignisse begonnen. Die Protagonisten vor Ort haben jedenfalls ihren Frieden mit dem Hype gemacht, wenn sie ihn teilweise auch noch immer nicht verstehen können. Dass man nicht immer alle Details erklären kann, das ist leider Gottes so im Leben, dass wir nicht sagen können, da ist eine Tür kaputt und sofort kommt einer und hat alle Ersatzteile parat und repariert die, weil das vielleicht komplizierte Ersatzteile sind, weil das einen Moment dauert, weil es viele andere Reparaturaufträge gibt. Das ist so im Hintergrund abgelaufen, das tut einem dann so ein bisschen weh, aber das ist halt einfach so. Wie man sieht, ist er offensichtlich wieder repariert und funktionsfähig. Es hängt zwar jetzt auch schon wieder ein Zettel daneben, der hat aber nichts mit dem Techniker zu tun. Ja, was jetzt natürlich der Universität gerecht werden passiert, ist, dass Wissenschaft betrieben wird. Es gab jetzt dieses Semester auch schon das erste Seminar zu dieser Tür, wo sich ein Dozent mit seinem Kurs damit beschäftigt hat, wie denn überhaupt Memes funktionieren und das Ganze noch ein bisschen im Rahmen der Forschung untersucht hat und natürlich auch bezogen auf dieses Türphänomen hier an der Uni. Ich habe jetzt auch gehört, dass schon von anderen Fachbereichen sich diverse Dozenten selbst mit diesem Thema wissenschaftlich auseinandergesetzt haben und ja, von daher bleibt es spannend, welche Züge das jetzt annimmt. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Staatsaffäre des Sommers 2015 gab es nach unseren Recherchen bislang noch nicht. Aber lange kann das eigentlich nicht auf sich warten lassen. Denn was unter dem Hashtag Landesverrat bekannt wurde, war nicht weniger als die Spiegel-Affäre des Netzzeitalters. Und ein Ausweis für einen Trend, den wir im Folgenden Hashtag-Aktivismus nennen wollen. Hashtag und dann irgendwas dazu schreiben, aber ich weiß nicht, was genau damit gemeint ist. Gehört, ja, aber nicht bewusst drüber nachgedacht. Es kann natürlich auch stark in eine Richtung gedrängt werden. Ich habe auch selber noch nie gehashtaggt, wenn das so heißt. Ein Klick, ein Like, ein Hashtag, schon ist man dabei. Das Internet besteht schon lange nicht mehr nur aus Katzenvideos und Pornos. Nein, inzwischen wird das Netz auch für die gute Sache genutzt. Hier wird protestiert und aktiviert.
werden Petitionen eröffnet oder Meinungen mittels Hashtags gemacht. Ein solcher Protest hat in diesem Sommer nicht nur die Online-, sondern auch die Offline-Welt in Deutschland bewegt. Landesverrat. 15 Minutes of Fame erzählt heute die Geschichte dahinter und beantwortet dabei die Fragen: Was macht erfolgreichen Hashtag-Aktivismus aus? Welche Wirkung kann digitaler Protest entfalten? Und was funktioniert besser? Der gute alte Straßenprotest mit Plakat und Körpereinsatz oder die schnelle, effektive Kampagne, die im Internet für Furore sorgt? Seit einigen Jahren hat sich zumindest in bestimmten Netzöffentlichkeiten etabliert, dass Kampagnenthemen mit Schlagworten versehen werden. Und in vielen Debatten kristallisiert sich mit der Zeit ein bestimmtes Schlagwort heraus, was dann als Hashtag das ganze Themenspektrum oder die Debatte beschreibt. Diesen Hashtags ist es zu verdanken, dass Netzdiskussionen heute so gebündelt wahrgenommen werden. Der Begriff kommt aus dem Englischen und verknüpft das Rautensymbol, den Hash, mit dem englischen Begriff für Schlagwort, Tag. Mittlerweile kennt fast jeder die kleine Raute. Die meisten Menschen, die sich im Internet bewegen, haben sie schon einmal verwendet. Dabei ist es erst 6 Jahre her, dass Twitter Hashtags überhaupt verlinkt. Erst seit dem 1. Juli 2009 können so Diskussionen sortiert werden. Facebook war noch später dran. Dort gibt es die kleine Raute seit 2013. Das Raute-Zeichen ist bei Twitter tatsächlich von Nutzern erfunden worden. Lustigerweise hat der Erfinder des Hashtags bei Twitter davon nie einen Cent gesehen. Das war einer der ersten Nutzer auf Twitter, der mal ein Schlagwort so eingefügt hat, weil er eben eine Suchfunktion einbauen wollte. Twitter war da noch so relativ klein und er wollte eine Sortier- und Suchfunktion haben und hat dann vorgeschlagen, hey, lasst uns doch alle dieses irgendwie sinnlos auf der Tastatur rumliegende Rautezeichen noch mal benutzen und damit Schlagworte verwenden. Dann hat Twitter gesehen, oh, ganz viele Leute benutzen das. Daraus ist dann sozusagen eine Such- und Sortierfunktion geworden. Heute kann man bei Twitter sehen, welche Schlagworte gerade trenden, also welche Schlagworte gerade besonders häufig verwendet werden. Das sind dann Trending Hashtags. Das ist gerade in aktuellen Live-Situationen ein sehr guter Orientierungsmechanismus. Und heute sind Hashtags quasi die Grundbestandteile einer Meme-Kultur geworden, weil man über diese Schlagworte Sachen organisieren, verbinden und zu einer Bewegung werden lassen kann. Man kann tatsächlich sagen, dass wir in einer Hashtag-Gesellschaft leben im Digitalen. Im Digitalen fühlen sich auch die beiden Journalisten Markus Beckedahl und André Meister zu Hause. Im August 2015 standen sie dort plötzlich an der Spitze eines Hashtag-Protests. Die beiden Journalisten des Blogs netzpolitik.org wurden des Landesverrats verdächtigt und kämpften online für ihr Recht. Also wir hatten im Frühjahr diesen Jahres Dokumente des Verfassungsschutzes online gestellt. Die dokumentierten, dass der Verfassungsschutz bei Facebook und Co. eine automatisierte Rasterfahndung machen möchte und seine Internetüberwachung ausbaut. Daraufhin hat der Präsident des Verfassungsschutzes Strafanzeige gestellt wegen Verrat von Staatsgeheimnissen. Und der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen gegen unsere Quellen, gegen meinen Kollegen André Meister und mich aufgenommen. Womit der Generalbundesanwalt wahrscheinlich nicht gerechnet hatte, die Community von Netzpolitik.org lief Sturm gegen diesen Angriff auf die Pressefreiheit. Unterschiedlichste Hashtags wurden gebildet, die sozialen Medien explodierten förmlich, keine Timeline blieb verschont und am Ende hatte sich ein Hashtag durchgesetzt: Landesverrat. Das weiß ich gar nicht so genau, ob wir das waren oder ob das andere waren. Das sind halt manchmal sehr fluide Aktionen. Das könnte man theoretisch nachvollziehen, aber ich erinnere mich noch an den Tag, als das online ging bei uns am Nachmittag. 1-2 Stunden später hatte ich zum ersten Mal das Phänomen, dass ich Twitter nicht mehr alles sehen konnte, was uns betraf, einfach zu schnell die ganzen Meldungen anhand von bestimmten Suchbegriffen an mir vorbeiscrollten und ich das nicht mehr sehen konnte. Aber nicht nur im Netz hatte das Vorgehen des Generalbundesanwalts Folgen. Kurz nach dem Aufkommen der Online-Empörung wurden im politischen Berlin Konsequenzen gezogen. Bundesjustizminister Heiko Maas entließ den Generalbundesanwalt Range aus seinem Amt. Er sah das Vertrauensverhältnis zu ihm nachhaltig gestört. Ob der Justizminister auch so gravierend durchgegriffen hätte, wenn das Hashtag Landesverrat nicht so viel Aufmerksamkeit auf die Ermittlungen gelenkt hätte? Ja, wir haben halt immer darauf gehofft, dass wenn uns was passiert, wenn wir angegriffen werden wegen unserer Arbeit, wo wir sehr gut wussten, wir treten da einigen Mächtigen auf die Füße, dass wir halt unterstützt werden von unserem Netzwerk, von unseren Leserinnen und Lesern und halt
allen, die ein Interesse an Demokratie haben. Und insofern waren wir sehr glücklich darüber, dass es auch tatsächlich so funktioniert. Es hätte ja auch schief gehen können. Wir hätten da auch allein stehen können und uns auf Gefängnis vorbereiten können. Aber nicht nur beschützt, vor allen Dingen auch unterstützt. Fast genauso erfolgreich wie das Hashtag Landesverrat selbst wurde die IBAN-Nummer des durch Spenden finanzierten Projekts Netzpolitik.org, die befreundete Kollegen unter einem eigenen Hashtag verbreiteten und so dafür sorgten, dass innerhalb von nur 4 Tagen über 50.000 Euro an Spenden gesammelt werden konnten, um rechtlichen Beistand für die beiden Whistleblower zu gewährleisten. Also wer den Hashtag Landesverrat genutzt hat, hat sich damit auch für Pressefreiheit ausgesprochen, hat sich damit auch gegen diese Ermittlungen ausgesprochen. Das ist sozusagen eine inhärente zweite Ebene, die Hashtags manchmal auch haben, dass sie nicht nur sozusagen thematische Verbindung organisieren, sondern dass sie auf einer zweiten Ebene auch noch sagen, dadurch, dass ich diese besondere Sprache verbinde, schreibe ich mich dieser Gruppe ein, schreibe ich mich dieser Haltung ein. Das ist durch die Schlagworte sehr stark, hat die besondere Semantik der Sprache noch eine Bedeutung bekommen. Verwende ich diesen oder jenen Begriff? Und die Frage auch, verwende ich das Rautezeichen vor diesem Begriff? Und deswegen schreibe ich mich besonders in diese Sprache ein. Die hat eine besonders große Bedeutung bekommen. Dieser Hashtag spielte vielleicht ein Scharnier. Also dieser Hashtag war eine Scharnierfunktion in diesen neuen Öffentlichkeiten. Es fand ja eine Berichterstattung überall statt. Im Fernsehen, im Radio, in Online-Medien, in Zeitungen. Aber dieser Hashtag sorgte dafür, dass vor allen Dingen über Twitter diese ganzen Informationen aggregiert wurde, zusammengestellt wurden, dass man halt in der Lage war, über diesen Hashtag diese ganze Debatte nachzuvollziehen, über alle Medienformen hinweg. Und das war vielleicht das Große daran. Jemand, der Erfahrung mit groß angelegten Protesten hat, ist Rainer Langhans, Ikone der 68er, Kommunenbewohner und vor allem Demonstrant alter Schule. In den Zeiten der Studentenrevolten ging er nicht nur einmal auf die Straße. Wie wirkt die neue digitale Protestkultur auf einen, der zeitlebens in Tränengaswolken stand? Alles Kinderkram? Die Straße braucht man nicht mehr dazu. Wir haben jetzt das Internet. Das ist die Welt des großen Kommunizierens, des neuen Geistes und damit auch der Brutstätte der Veränderungen zum Besseren. Aber wir sind nun jetzt in einer Übergangsgeschichte, wo die Alten noch immer glauben, ja, man muss auf die Straße gehen, sonst ist das gar nicht richtig. Und was soll dieses Geklicke, das bringt doch gar nichts. Es ist schon längst anders, nicht? Wir wissen, dass diese ganzen Hashtags zum Beispiel, nicht? Wo sich dann unglaublich viele Leute drum versammeln, dass die eine unglaubliche Wirkung ausüben, nicht? Was wir lernen müssen, ist, dass diese digitale Welt und die analoge Welt keine Widersprüche sind, sondern einander bedingen. Eine Mechanik, die auch die Journalisten von Netzpolitik.org verstanden haben. Schon 2 Tage nach Bekanntwerden der Ermittlungen organisierten Unterstützer am 1. August eine Demo unter dem Motto Fight for your digital rights in Berlin auf dem Dorothea-Schlegel-Platz am Bahnhof Friedrichstraße. Über 2000 Menschen versammelten sich, um gegen die Einschränkung der Pressefreiheit zu demonstrieren. Insofern war ich früher ein Fan von Online-Protesten, habe aber irgendwann festgestellt, wir müssen auf die Straße, um halt auch Bilder zu generieren und dass vor allen Dingen erfolgreiche Proteste eine Kombination aus Online und Offline sind. Nicht jeder Beobachter steht den neuen Formen jedoch so offen gegenüber. Der Vorwurf, klicken kann jeder. Wer kein Tränengas einatmet, protestiert nicht wahrhaftig. Längst haben Begriffe wie Clicktivism und Slacktivism Einzug in den medialen Mainstream gefunden. Jan Schnorrenberg ist Kulturwissenschaftler und beschäftigt sich schon länger mit der Thematik. Slacktivism versucht das Phänomen zu beschreiben, dass Menschen bei politischen Aktionen im Internet häufig einfach nur ein Like hinterlassen oder kurz dazu tweeten, aber gleichzeitig das Gefühl entsteht, dass außerhalb von diesem Klick, von diesem Tweeten nicht sehr viel anderes passiert. Ich glaube vor allen Dingen, sie sind ein sehr guter Einstieg für Menschen, die sich auch aufgrund des riesigen Freizeitangebotes überhaupt nicht mehr mit Politik beschäftigen, die halt online das erste Mal dann auch, sei es nur in dem Sinne eine Petition unterzeichnen oder ein Anliegen weiter verteilen über Facebook, sich trotzdem politisch engagieren. Und wenn man davon nur 1% tatsächlich zum Weitermachen, zum mehr Einsetzen motiviert, dann kann das was Gutes sein. Wir haben das ja vor ein paar Jahren
bei Aufschrei gesehen zum Beispiel, wie stark eigentlich Online-Aktivismus oder mit Hilfe eines Hashtags plötzlich auch politische Debatten in einem Land beeinflusst werden können. Und ich finde, das ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, diese Plattform zu nutzen. Das Beispiel, das Jan Schnorrenberg anspricht, Aufschrei, entstand, nachdem eine Journalistin des Stern 2013 einen Artikel veröffentlichte, in dem der FDP-Politiker Rainer Brüderle des Sexismus beschuldigt wurde. Er hatte der Journalistin mitgeteilt, sie könne ein Dirndl ganz gut ausfüllen. Ein Bezug auf die Oberweite der Journalistin. Daraufhin entbrannte in Deutschland eine öffentliche Debatte über Sexismus, die mit dem Hashtag Aufschrei im Netz vorangetrieben wurde. Unterstützerinnen und Unterstützer versammelten sich um den Hashtag wie um ein Lagerfeuer. Die verbindende Wirkung des Zeichens hatte ihre volle Kraft entfaltet. Ich glaube, diese Aufschrei-Debatte hat vor allen Dingen gezeigt, dass es eine neue Generation an Feministinnen gibt. Und das finde ich sehr gut, weil sehr viele assoziieren Feminismus immer noch mit Ali Schwarzer und Debatten der 70er Jahre. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Dinge, die sonst sozusagen eher unter der öffentlichen Aufmerksamkeitsschwelle blieben, sind auf einmal laut, Aufschrei, artikuliert worden. Und dadurch, dass viele sich daran beteiligt haben, hat es eine sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen. Was aber in jedem Fall durch die Verwendung dieses Hashtags offensichtlich geworden ist, dass wir weit entfernt sind von einer gleichberechtigten Gesellschaft. Anne Wiezorek, die Erfinderin des Hashtags, ist seitdem jedenfalls aus dem Kreis der sogenannten Netzfeministinnen nicht mehr wegzudenken. Inklusive Panel auf dem Netzkongress Republika und einem eigenen Buch über den Hashtag. Eine gute PR, auch in eigener Sache. Und so ist der Hashtag-Aktivismus mit seinen ersten Erfolgen auch zum Aufmerksamkeitskatalysator für medienkompetente Protagonisten geworden. Diesen Schachzug nutzen selbst Prominente gern, um im Gespräch zu bleiben. Geschehen selbst bei First Lady Michelle Obama. Bring Back Our Girls war ein von Michelle Obama mitinitiierter politischer Protest gegen die Boko Haram-Bewegung in Nigeria. Nun gibt es sicher für Michelle Obama sogar diplomatische Wege, Einfluss zu nehmen in solchen Situationen. Aber sie hat sich bewusst für diesen Weg entschieden und hat damit diesem Hashtag natürlich auch eine extreme Aufmerksamkeit gegeben. Und hat umgekehrt auch sich selber sozusagen eine besondere Konnotation mitgegeben. Also sie selber konnte sagen, ich engagiere mich ja damit. Die Mädchen wurden bis jetzt nicht freigelassen. Wir werden, glaube ich, langfristig auch sehr viel stärker merken, dass Politiker und Parteien Hashtag-Proteste selber anschieben. Um damit sozusagen ihre eigenen Meinungen auch populärer zu machen. Das muss man dann sehr genau beobachten, ob man sich dann vor den Karren einer Partei spannen will, indem man diesen Hashtag mitverwendet. Der Nachteil wiederum ist, dass Online-Protest häufig nicht nachhaltig ist. Das heißt, es gibt Erregerthemen, die finden dann eine kurze Zeit in einer medialen Blase statt. Und politische Prozesse brauchen in der Regel länger. Und darauf sind viele schon vorbereitet im politischen Betrieb. Von Bring Back Our Girls über Aufschrei bis Landesverrat. Egal, welche politische Aussage hinter so einem Hashtag steht, es gibt ein verbindendes Element. Und das ist, dass Menschen feststellen, sie sind nicht allein mit ihrem Problem. Sie haben ein gemeinsames Interesse. Und sie sind eine Masse, die etwas bewegen kann.